Hallo zusammen, ihr kennt ja das Fenster hier noch, hier bei mir aus dem Büro, wo wir ja den Fensterkontakt und den Fenstergriff hier montiert hatten. Also die Luxon-Fenstergriff meine ich. So, und da hatte ich ja gesagt, das Projekt, was noch kommt, ich will das Fenster hier für Weihnachten beleuchten. Und zwar habe ich mir da überlegt, hier haben wir ja noch Luft ungefähr 30 mm. Und da werden wir uns jetzt einen Rahmen bauen. Mal messen, ob das symmetrisch hier ist. Haben wir die Außenkante, so hier mal, so, toll. Passt der Zollstock nicht in die Leibung. So, da gucken wir mal, was haben wir hier, haben wir 80, 87, so, mal gucken wir hier oben auch, ne, hier oben nur 80. Okay, also 87 hoch haben wir da in der Kante. Das heißt, wir haben jetzt hier, müssen wir dann ungefähr die 5 mm, ne, mehr, 7 mm dazu rechnen. Das heißt, wir haben dann hier 14 mehr. Ne? Was habe ich gesagt? 87, 88,4. 88,4. 88,4. Und hier haben wir dann. Boah, das muss ich selber überlegen, wie wir das am besten machen. Weil ich will das wegen dem Rahmen. In der Ecke will ich keine 45 Grad machen, da will ich so Ecken drauf machen, das zeige ich euch gleich mal. Ja, so probieren wir am besten mal aus. Da kann man das immer auf der Länge noch abschneiden, zeige ich euch gerade mal, wie ich das vorhab. So, und zwar habe ich hier weiße Kabelkanäle und so Ecken, die hier drauf kommen. Mal gucken, wie es am besten, oder kann man oben das wegschneiden, dass ich da weiter drauf komme, das wäre mir fast lieber. Oder liegt das nur an dem Deckel, mal gerade gucken, ob man dann hier weiter reingehen kann, wenn man jetzt den Deckel hier, ja, da komme ich weiter rein. So, das wollte ich dann irgendwie ein bisschen verkleben. So, und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir dann von den Maßen hier hinkommen, wenn man jetzt das hier so macht. Aber jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Kleben erstmal funktioniert. Und zwar, das habe ich noch nie probiert. Und zwar habe ich hier von Bindulin Hart-PVC-Schweißkleber. Nach 24 Stunden voll belastbar. Könnte aber schneller gehen. Ne? Mal gucken, ob es PVC hier mitkleben lässt. Luft- und wasserdicht, alter Verwalter. So, was steht hier drauf? Für Dachrinnen, Formstücke, Profile, Rohrmaterial, dünne Fugen können gefüllt werden. Wir zusammenpressen, reinigen, beidseitig gleichmäßig auftragen. Na, mal gucken, wie das hier so funktioniert. Weil PVC ja immer nicht so ganz einfach zu kleben ist. Ja, also mal sehr dickflüssig, das ist schon mal gut. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir so eine Ecke hier reinkleben. Ob das funktionieren würde. So. So, jetzt müssen wir das hier hinten den Kleber ein bisschen abstreifen. So. Dann mal gucken, ob das jetzt hart wird. Das wäre natürlich cool. Die Frage ist, wie lang hätte das. Oh, es läuft aus. So, jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen. Vom Außenmaß her. Ich muss das Außenmaß hatten wir ja. 87 hatten wir das ja, ne? So, ne? Das war 87 plus, wenn 88,4 hatten wir als Außenmaß, ne? So, das würde heißen, wenn man sagen würde, 88,4 wäre da, ne? Das heißt, wenn man es jetzt hier schneiden würde, könnte man das entsprechend so passend schieben. So, mal hole ich mir gerade die Flex. Ich weiß gerade nicht, wo die Flex ist. So, deshalb müssen wir mal einmal im Seitenschneider. Klick. Knapp. So. Und schneiden wir es hinten jetzt mit dem Cuttermesser durch. Hm, hm, hm.
Abwechslung. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das tatsächlich passen würde. Ob der ganze Bodenschnitt wäre da mal vorher mal gekehrt. Ne? So. So, mal gucken, ob das so passen würde, wenn man das hier oben. So, das wäre ja quasi Innenkante Fenster. Irgendwie habe ich das zu kurz abgeschnitten, oder was? Das ist aber sehr grenzwertig hier. Oder ich gehe ein bisschen ich könnte ein bisschen weiter reingehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da gehen wir das als Sollmaß vor, ein bisschen weiter rein. Was haben wir jetzt hier drin? Oder das war schon zu weit. Egal, da bauen wir mal, ich klebe das jetzt hier rein, dann haben wir jetzt mal ein Grundmaß. Schon mal gerade Kleber. So. Aber der Kleber zieht anscheinend doch relativ flott. Wenn man keine Fuge hat. So, hier neben ein bisschen Kleber drauf schmieren. So, und dann, das kommt dann so rum. So. Öpp, Finger voll, war klar. So. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo auch ein Maß hinkommt, ohne jetzt den Fensterrahmen voll zu kleckern. So, ich kann da weiter rein. Ich habe schon eben hier geguckt, das passt doch so optimal. So. Ja, passt doch. Habe ich eben nur verguckt. Gut, das Ganze bauen wir jetzt zweimal und dann die Querstücke noch. Ne? So, was habe ich jetzt hier vor? Und zwar habe ich hier eine Lichterkette mit LED-Kerzen, 35 Stück. Die Dinger kosten ja kaum noch was. Die Box, die hier dran ist, das ist natürlich, weil wir brauchen natürlich für die LEDs zu betreiben Gleichspannung. Aus der Steckdose kommt Wechselspannung. Natürlich dann der Gleichrichter drin. So, und jetzt war die Idee, die ich schon nicht weiß, ob die funktioniert. Wir teilen diese Lämpchen jetzt hier symmetrisch auf, wir bohren jetzt hier überall Löcher rein hier innen in den Kanal, ne? Und stecken die dann durch, können das Kabel im Kanal verstauen, Deckel drauf und haben einen wunderbaren Rahmen, brauchen nur den Halter zu bauen zum Einhängen. So, da holen wir jetzt mal einen Akkuschrauber und dann tun wir mal symmetrisch aufteilen. So, ich habe mal gerade mal ausprobiert und zwar, die Fassung ist eigentlich 10. Ne? Problem ist, durch einen 10er kriege ich das hier nicht durch, weil das jetzt weil durch die Länge der Fassung. Aber da habe ich mal ein 12er Loch gebohrt, da kriege ich es durch. Dann müsste ich die dann mit Heißkleber, müsste ich die dann hier schön gerade einkleben. Das wäre auch kein Thema. Kriegen wir auch hin. Obwohl, das, obwohl, ne, halt, das müsste sogar noch passen, weil wenn man jetzt hier einen Deckel drauf macht, ist das Loch ja quasi weg. Ne? Ja, doch, das würde gehen. So, jetzt müssen wir das ein bisschen symmetrisch natürlich jetzt einteilen. Wir haben 35 Kerzen.
35 durch 4 ist ein bisschen schwierig. 9, 18, 27, 6. Also 9, 18, 27, 36, 36 haben wir nicht. Also bleibt uns nur im Prinzip 8, 16, 24, 32. Ne? Die anderen liegen dann eben im Kanal. So, das heißt, wir müssen das auf 8 aufteilen. Das heißt, hier hatten wir ja jetzt hier die sichtbare Ecke. Nehmen wir jetzt hier von dem Kanalmaß von den 81 ausgehen. Um so voll im Kopf zu rechnen. Obwohl, da müssen wir erstmal die Mitte anzeichnen. Oder? Ne, warte mal, machen wir anders. Was haben wir gesagt? 81 circa, ne? 81 durch, wenn wir 8 Löcher haben wollen, müssen wir 9 Abstände, ne? Wenn 9, ne? 9 mal 9 ist 81, ne? Was hab ich jetzt hier? 9 mal 9 ist 81. 9 mal 9 ist, so. Das heißt, jetzt wird man hier bei 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Löcher. Ne? So. Gucken wir mal, ob das funktioniert hier mit dem Bohren so. Den Rahmen doch noch mal gerade ans Fenster halten. Ja, das war falsch. Da hat der Markus eben mal besser vorher mal gucken müssen. Das muss ich abmahnen hier. Das ist nämlich muss 7 cm kürzer sein, weil das habe ich jetzt gleich lang wie die gemacht. Ne? Das muss ja 7 cm kürzer sein. Ne? So, ich habe jetzt die Löcher alle drin. Und jetzt müssen wir überlegen, wir tun hier unten in der Ecke, das ist die hintere Ecke vom Fenster, fangen wir an. Da schneide ich hier in der Ecke mal ein bisschen was hier aus der Ecke hier raus. Ich hoffe, das geht, ohne dass wir es kaputt machen. Ja, da muss ich mal ein kleines Dreieck hier rausschneiden oder sowas, vom Kabel rausgehen. Klingen. So. Das ist jetzt quasi außerhalb. Jetzt müssen wir mal gucken, weil ich Depp hab natürlich, hätte vorher dran denken müssen. Ich muss natürlich das jetzt alles hier durchfällen oder was. Kacke. Kacke Idee, die ich hier hatte. Und überlegen wir mal. Das kommt ja so nach innen. Das heißt, das ist die erste LED. Ja. So, mal gucken, ob das ist gleich. Oder muss ich anders? Ich glaube, ich muss die Ecken nochmal lösen. Anders geht das, glaube ich, gar nicht. Das war der Markus wieder nicht dran gedacht. Ne? Mit dem Durchfällen, das kann man ja knicken hier. Junge, das gibt aber jetzt hier ein Spaßprojektchen hier. Ne? So, und nach da, nach da, nach da. Nach da. Nach da. Nach
So, und jetzt wird nämlich kompliziert, weil jetzt müsste ich ja durch diese Ecke hier durch, ne? Das läuft ja nach innen, so genau. So, und jetzt müsst ihr das hier alles hier durch. Geht aber überhaupt nicht. Oh, scheiße. Ach, ich Idiot, jetzt habe ich natürlich wohl Kleber gemacht. Junge, 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 Junge. Soll ich den Kleber nochmal ab hier, oder was? Ja, nochmal abraspeln. Das habe ich mir so schön Mühe gegeben. Und habe wohl Kleber gekleckert. Aber es geht ab. Aber ich muss die Ecken trotzdem leider doch nochmal abmalen. Das ist noch nicht so schön geklebt. Hier oben kriege ich die überhaupt nochmal ab. Das wollte ich mir ganz am Anfang geklebt haben. Ja, geht. Klack. So, und die andere Ecke auch. Ich schon mal neu kleben. Also hieß ja, nach 24 Stunden ist es erst komplett hart, das ist schon mal gut. So, das muss dann nach da innen. Aber ist das Kabel zu kurz, oder? Scheiße. Nee, Quatsch. Ist ja nach innen. So, die LED kommt danach da, aber das Kabel ist zu kurz, um hier auf die 9 cm zu kommen. Shit, der Griech hat gerade so noch gezogen irgendwie, jetzt muss ich mal gucken. Gehst wohl da durch. So, wenn jetzt die LED, so, warte mal, nee, halt, falsch rum gedacht. Das muss ja so rum. Das muss ja so rum. So, das kommt ja nach innen. So, aber mit dem Kabel, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Ne? Weil das hier, doch ein bisschen kurz geraten ist. Ne? Was machen wir da dann jetzt hier am schlauesten? Ne, warte mal, ich habe aber LEDs übrig. Ich habe ja nur, warte mal, 8, was haben wir gesagt? 9, 18, 18, 28, scheiße, ich habe doch 34, ne, oder? Warte mal, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habe ich das auf 8 aufgeteilt immer? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay. Also mal 8, 16, 24, 32. Das heißt, wir haben 3 LEDs übrig. Da könnte es ja doch noch funktionieren. Also legen wir die jetzt hier rein. Jetzt müssen wir jetzt mal, gucken, ob das jetzt passt. Sollte ja eigentlich, ne? Wir sind ja hier im Kunststoffkanal auch drin. Das heißt, wir haben hier, es ist schutzisoliert. Zugentlastung müssen wir dann kleben wir dann gleich. Weil ging mir gerade ein bisschen um die Optik. Mal gucken, was hier so drin ist. Müsste eigentlich ein Gleichrichter drin sein. So. Ja, ganz normaler Brückengleichrichter aus 4 Dioden gebaut, den Störkondensator und zwei Widerstände zum Entladen, ja, also nichts Weltbewegendes. So, nur die Frage, kriegen wir das irgendwie in die Ecke hinein? Das heißt, wir drehen jetzt mal den ganzen Schmunz um, dass wir erstmal gleich die Ecken zusammenkleben. Wenn nicht, bauen wir gleich wieder dran, aber mal gerade gucken, wir drehen das ganze Zeug immer um. Wenn wir ja eh die Ecken von der Rückseite erkleben. So. Das heißt, ne, am Ambul kriegen wir die geklebt, weil die Kabel überall rausgucken. Aber wir gucken erstmal, ob das so passt. Wenn man das jetzt hier reinkleben würde. So.
So, den Bügel. Smart Socket eher natürlich dazwischen machen und dann zeitgesteuert schalten. Die Idealkonstellation wäre natürlich, wenn man jetzt hier unten in der Ecke, also hier neben der Fensterleibung, eine Steckdose hätte. Haben auch schon manche Leute installiert für Weihnachten, dass man an der Fensterleibung eine Steckdose hat. Ne? So, da stecken wir es mal ein und testen es mal. Oh, scheiße, Steckdose ganz da hinten. Ah. Ja, wie ihr seht, haben wir eine richtig schöne Weihnachtsbeleuchtung hier. Schnell, einfach zu bauen, ganz billige Materialien. Vielleicht mal die LEDs jetzt hier im Kanal liegen, hätte man noch ein bisschen dunkler malen können, gerade im Edding oder sowas. Aber ganz simpel zu bauen, kostet fast nichts. Und ja, für jeden zum Nachbauen, einfach oben das Fenster drüber hängen, einfach Fenster wieder auf, kann man es wieder wegtun und kann es irgendwo in die Ecke stellen und natürlich auf jedes Fenster individuell anpassbar. Das hat auch Spaß gemacht. Hat so ein bisschen Geduldsspiel, habt ihr gesehen, mit den ganzen LEDs hier einlöten. Aber ein schönes Projekt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ne? Bis zum nächsten Video. Macht's schwer gut. Ciao.